Worum es uns vorrangig ging, war nicht das Leben der Brüder Grimm zu dokumentieren und zu sagen, so haben sie wirklich gelebt, das ist jetzt die einzig wahre authentische Darbietung. Was uns eigentlich am Herzen lag, ist eine assoziative Reise mit den Brüdern Grimm im Mittelpunkt anzustellen, ausgehend davon, dass sie 8 Jahre in Göttingen gelebt und gewirkt haben. Innerhalb von 6 Wochen wird ein Stück konzipiert. Man kommt auf die Bühne, es steht eigentlich schon alles. Man muss nur noch den Text lernen, man muss in die Szenen gehen, man muss spielen. Wenn man das am Jugendtheater vorgemacht hat, in irgendwelchen Schauspielgruppen, in Jugendgruppen, dann hat man ein halbes Jahr lang geprobt. Das war immer Stück für Stück und hier wird einfach viel mehr gefordert. Es ist viel anstrengender. Liebe Mandy, da ich nur meine Beziehung zu dir als für nicht verbindlich betrachte, so kann ich mit dir auch gar nicht mehr über unsere Beziehung reden. Man achtet natürlich darauf, wo Fehler noch stattfinden. Das heißt, wo ist ein Lichteinsatz zu spät gesetzt worden? Nochmal, Agi, du bist da hinten zu leise, generell. Von Jan nochmal mit seiner Herleitung des Wortes Protest. Wo ist eine Musik zu laut, wo ist eine Musik zu leise? Wann ist ein Auftritt oder ein Abtritt vielleicht noch nicht ideal gesetzt? Und das ist dann der Moment, wo der Regisseur kurz unterbricht. Dann bleibt man aber in der Spielspannung. Also man macht keine Pause, sondern es geht weiter. Man bleibt in der Konzentration. Und ganz wichtig natürlich ist, dass die Studenten dazu gekommen sind, die im Wesentlichen die Rolle übernehmen, die sie auch im Alltag übernehmen und die nämlich Student sein und Studierender in Göttingen sein. Was heißt das mit hohen Mieten, mit einem Bachelor-System, mit an einer Elite-Uni mit 720 € Studiengebühren zu studieren? Genau, also die sind sozusagen die Schnittmenge zwischen der Welt 1837, Rausschmiss der Brüder Grimm aus Göttingen, und dem heute. Und die haben, das kann man auch sagen, die Studenten haben ganz viel Material reingebracht, wo wir so erstmal gar nicht dran gedacht hätten, sondern sie sind wirklich das, was sie sind, Studierende, die mit ihrer eigenen Kraft, mit zum Teil ihren eigenen Texten, ihren eigenen Forderungen auf die Bühne gehen und die Bühne als das nutzen, was sie eigentlich auch ist, nämlich eine Bühne. Das heißt, ein Ort, wo Themen diskutiert und verhandelt werden. Ich finde natürlich auch das Thema super, also Studiengebühren, weil wir ja wirklich oft demonstrieren und es ja bisher nicht so viel gebracht hat, leider. Und deswegen finde ich halt es ganz gut, wenn man das mal in so einem Stück sagen kann oder mit einbringen kann.